Opfer wird am Leben gehalten von einem... Wie bitte? Was? Das Opfer heißt Daniel Cafaro. Noch mehr Kanonenfutter. Mein Gott. Ich wusste, dass sie entwischt sind, aber ich hätte nie gedacht... Sie wussten hiervon? Sie wussten es? Sprenge sie um! Wow! Jetzt geht er ab. Was ist jetzt? Ah, Ende Episode 3, hä? Fängt Episode 4 an. Wenn ich mich recht entsinne, gibt's 5. Haben wir es ja schon fast. Jurassic Park, The Game. Episode 4, die Überlebenden. Und Dynamite. Der Mikrofonschwätzer. Billy, lassen Sie sie los! Halt! Lassen Sie sie Gehen los! Gehen Sie mir aus dem Weg! Was machen Sie denn? Ich warne Sie, bleiben Sie mir fern! Handeln Sie nicht unüberlegt! Mach doch was! Seien Sie still! Sagen Sie es uns, Doc, was ist da draußen? Was hat Ihnen das angetan? Tro. Sie heißen Troodon Pectinodon. Sie sollten eingeschläfert werden, was, aber... Sie haben sie freigelassen? Nein, ich habe sie in Quarantäne gehalten, um sie zu studieren. Ich vermutete, dass sie irgendwie das Gehege verließen, war mir aber nicht sicher. Sie wussten die ganze Zeit von all diesen verdammten Kreaturen da draußen, die nach unserem Piloten suchen. Billy, warten Sie! Wir wurden fast von einem unserer eigenen Männer getötet. Wahrscheinlich war er von einem dieser Dinger gebissen worden, genau wie Decaf. Weiß der Geier, was aus ihm geworden ist. Unsere beiden Teams sind tot. Oscar ist tot. Alles wegen ihrer Dinosaurier. Alles ihretwegen. Uh-oh. Oscar würde ihren Tod nicht wollen. Er ist gestorben, damit wir überleben können. Wenn er das gewusst hätte, schon. Jedenfalls ist diese Hexe eine Lügnerin. Sie hat uns alle belogen. Hat mich in Gefahr gebracht, nur um ihre Agenda und ihre kostbare Freakshow zu beschützen. Was verbirgt sie sonst noch? Bitte, wenn ich vorher... Ach, Schnauze. Oh, wir haben übrigens wieder die Maus. Geht's also darum? Sie hat sie in Gefahr gebracht? Ihr eigener kleiner Rachefeldzug also? Es geht hier nicht um mich. Ich mache das für Decaf und Vargas. Was soll das alles? Sie ist eine Lügnerin. Das kann keiner abstreiten. Aha. Inwiefern hat sie gelogen? Weil sie uns keine Informationen gab, ohne genaue Fakten zu kennen? Sie hätte ja spekulieren können. Nein. Spekulation hätte uns nur noch mehr in Gefahr gebracht. Wie jetzt? Ich bin der Feind. Ich bin der Böse. Ich will euch doch nur die Augen öffnen. Ich will euch die Wahrheit zeigen und jemanden zur Rechenschaft ziehen. Sie sind böse. Oscar hat sich geändert, aber sie sind all das geworden, wofür ich ihn hielt. Und sie stehen kurz davor, auch noch zum Mörder zu werden. Ich muss mir hier gar nichts anhören. Sie muss endlich Verantwortung übernehmen. Das ist nicht der Punkt, Billy. Sie ist nicht verantwortlich. Hammond und Ingen sind es. Dafür müssen wir jetzt alle büßen. Aber... Billy, lassen Sie sie los. Wir brauchen jeden, der irgendwie helfen kann. Alles, was Sie sagen muss, ist, es war meine Schuld. Kommen Sie da. Spucken Sie es aus. Nein, es war nicht... Sagen Sie es! Alter, komm mal runter jetzt. Es war... meine Schuld. Na also, war doch gar nicht so schwierig, oder? Ihre Freunde mögen sie gerettet haben, aber immerhin habe ich die Wahrheit aus ihnen herausbekommen. Ihr wolltet sie lebendig, ihr könnt sie haben. Oh je, jetzt denkt dreht er hohl. Sie wird eher eins dieser Tiere retten, bevor sie für einen von euch einen Finger krümmt. Okay, wir sollten uns alle nützlich machen. Ich kümmere mich um die Kälte. Okay. Wir können nicht länger hierbleiben. Wir geben Billy eine Minute und schauen, ob wir was Nützliches finden. Vielleicht einen Ausweg. Okay, wir überprüfen den Raum und melden uns, wenn wir fertig sind. Einverstanden? Einverstanden. Nigger. Oh, ich muss meinen Daumen von der Leertaste weglassen. Ich will ja da erstmal gucken. Siehst du was? Ich kann nichts sehen. Gut. Könnte sicher sein. Könnte, muss aber nicht zwingend. Bevor ich hier die Tür aufmache. Oh, guck mal da. Huele a excremento. Na,
Leer. Ich glaube, sie sind leer. Sie sind aber trotzdem schwer. Okay. Mit wem soll ich reden? Gary Self Jazz. Ich hasse es, hier wie eine Ratte gefangen zu sein. Tja. Gary, mein Gutster. Guck dich mal ein bisschen um hier. Zugeschlossen. Echt? Ich will nicht mit einem Dinosaurier in einem Lüftungsschacht stecken. Außerdem ist er überall Blut. Au, heiß. Oh. Heiß? Tja, oh. Was haben wir denn hier? Ein Satz Leuchtfackeln. Die könnten nützlich sein. Ja. Immer schön umsehen, wenn man hier ist. Jess, bleib von den Lüftungsschächten weg. Kein Davonschleichen mehr, ja? Ich gehe nirgendwo hin, Dad. Das ist aber schön. Ach komm, dann wollen wir doch noch kurz den einen Dialog machen. Jess, bleib bei mir. Ich besitze dich. Gut, dann besitze. Dad? Passt schon. Gute Idee, Schatz. Aber du machst jetzt da die Tür noch nicht auf. Ich will erst mal gucken, was der Gary hier sonst noch so kann. Hey, Doc! Wie verhalten sich die Trodons? Diese Trodon? Was können Sie mir noch über sie sagen? Nun, sie sind nachtaktiv. Sie sind so schlau wie Raptoren, aber sie jagen anders. Ein einzelner Biss, um dem Opfer das Gift zu injizieren, dann ziehen sie sich zurück. Stellen ihrer Beute nach. Ihre gezackten Zähne speichern den Speichel. Der Speichel enthält ein Toxin. Niemals Bisswunde. War das ein Trodon? Ja, definitiv. Ha, Trodons sagen mir überhaupt nichts. Nima, wie viel wissen Sie noch über das Tier, das Sie gebissen hat? Ich habe es nicht gesehen. Es war so schnell wieder weg. Und es war dunkel. Nachdem es mich gebissen hat, fühlte ich mich ganz wirr, als ob ich unter Drogen gesetzt worden wäre. Da waren viele von ihnen. Sie hatten leuchtende Augen. Leuchtende Augen? Ja, so wie Ojos de Lobo. Was? Kein Spanisch. Jazz. 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 Was ist mit dem Gitter hier? Sieht groß genug für uns alle aus. Scheint in die richtige Richtung zu führen. Na toll, abgesperrt. Hat zufällig jemand den Schlüssel? Zufällig? Nein. Billy, wir sollten Decaf abdecken. Ich will nicht, dass Jess das sieht. Ja. Alles in Ordnung? Jess, lass ihn in Ruhe. Wie kann der irgendwie hirntot sein und die Augen folgen trotzdem noch jedem? Ich verstehe das nicht. Ich dachte, die Saurier können sich nicht vermehren. Können sie nicht. Es sind nur Weibchen. Aber wie legen sie dann Eier? Theropoden stoßen ihre Eier genau wie die meisten anderen eierlegenden Tiere ab. Denk nur an Hühner. Alle Eier auf dem Markt sind unbefruchtet, nicht wahr? Oh, stimmt. Ja, sie stimmt. Müssen sie also trotzdem legen. Oh je. Was ist? Dass die Dinosaurier Eier ausstoßen, ist ein gutes Argument. Aber das hier ist ein Gelege. Das ist Brutverhalten. Und? Auch Hühner brüten ein großes Gelege aus. Unsere Saurier aber nicht. Ich habe postovulatorische Eier gefunden. Sie waren deformiert, schon zerstört oder achtlos in die Büsche getreten. Verstehe. Wir sollten dennoch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wie sollte das auch möglich sein? Könnte ein Dino-Mädchen sich in einen Jungen verwandeln? Bei Dr. Wu's schludriger Herangehensweise an die Gensequenzierung könnte alles passieren. Haha. Heute werde ich nicht gerammelt, heute rammel ich. Haha. Das ist überhaupt nicht fair.
Wenn dieser ganze Ausflug irgendwie dazu dienen sollte, mich vom Ladendiebstahl abzuhalten, Ziel erreicht. Okay, such mal was, dass das irgendwie aufgeht. Ah, wie sieht's aus? Weg von der Tür. Da gehen wir nicht mehr raus. Warum nicht? Weil wir nicht zurückgehen und weil das, was diese Dinos erschreckt hat, noch da sein könnte. Okay. Gut. Ich sehe hier ansonsten aber auch nichts. Jerry, wir sollten aufbrechen. Ja, alle bereit? Jetzt ist nicht die Zeit zum Trauern. Wir müssen weiter. Vielleicht sollten... Sie hat recht. Willst du nicht wenigstens noch töten? Mit einem Messer? Granate? Eddie, haben Sie was gefunden? Nein, nichts. Sind alle bereit? Was ist mit Decaf? Das habe ich erledigt. Es sah so aus, als ob sie sich was genommen hätten. Wenn er was bei sich hatte, das uns helfen kann. Ich habe nichts gefunden. Nur seine Erkennungsmarke. Die Versicherung zahlt seiner Familie nichts, wenn ich sie nicht zurückbringe. Zufrieden? Na gut. Entschuldigen Sie meine Zweifel. Sollen wir ihn mitnehmen? Wozu? Er ist doch schon beerdigt. Ich weiß, wo seine Leiche ist. Wir können sie nicht transportieren. Wenn das alles vorbei ist, können wir seine sterblichen Überreste hoffentlich bergen. Zugehört. Okay. Alles, was gerade passiert ist, vergeben und vergessen, ja? Doc, erklären Sie mir das mit den Telefonen nochmal. Dem Terminal in meinem Labor zufolge sind die Telefone in der Meeresausstellung noch mit dem Sendeempfänger verbunden. Okay. Die im Besucherzentrum... Zu weit weg. Können wir durch die Tunnel zur Meeresausstellung? Sie sind alle miteinander verbunden. Ich müsste in der Lage... Also, ja. Danke sehr. Na gut, wir haben hier alle die gleichen Prioritäten. Wir müssen zur Meeresausstellung und das Telefon finden. Dann rufen wir uns einen Hubschrauber, der uns hier rausbringt. Gute Idee. Wie sollen wir da hinkommen? Die Trodons sind immer noch da draußen. Wir können keine weiteren Bisse behandeln. Wir müssen... Psch. Lassen Sie mich ausreden. Die Tür. Oh nein. Okay, wir sollten gehen. Wir sollten dringend gehen. Sie kommen durch die Lüftung. Schlecht. Wow. Alter. Oh, okay. So schnell kann's gehen, dann sind alle tot. Du versaust einen Klick und deine Freunde sterben. Wow. Ja, klar. Willst du mich verarschen? Also erst links, dann rechts, dann runter. Oder rechts runter. Rechts runter. Runter. Geh weg, du hässliches Vieh. Die sind die hässlich. Hey, die sind noch nachtaktiv. Zünd doch so eine Fackel. Sie kommen an der Tür vorbei. Oh nee, oder? Das war gut. Das sind jetzt hässliche Viecher. Ich bin dabei. Ich muss mit irgendwas das Schloss aufbrechen. Ja, die Gasflasche.